Hallo und willkommen mal wieder zu einer Blätterfolge, nenne ich es einfach mal. Und zwar schnappe ich mir diesmal ein Club Nintendo Magazin vor. Ihr werdet es sicher alle von damals kennen. Das Club Nintendo war zumindest für mich als Kind das Informationsinstrument über neue Spiele. Ja, damals haben wir es natürlich so als neutrales Magazin wahrgenommen. Heute würde man ja eher Werbeblättchen dazu sagen, aber ich weiß so ganz genau, dass ich so einen kleinen Club Nintendo Ausweis hatte. Oder hatte ich den Ausweis wirklich? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und bin halt immer zu dem Spielwarenhändler in meiner Stadt gedackelt und habe den gefragt, ob sie eine neue Club Nintendo Ausgabe noch haben, was ich mir mitgeben konnte. Ja, das Exemplar habe ich mir bei eBay gekauft. Ich habe leider meine Ausgaben nicht mehr gehabt. Hätte man damals gewusst, dass man da auch mal später Interesse dran hat. Ne? Das hat man damals gelesen und dann waren sie uninteressant, hat man weggeworfen. Der hat sich auf jeden Fall zuschicken lassen. Zumindest war hinten auf der Rückseite ein Aufkleber mit einer Adresse drauf. Vierstellige Postleitzahl übrigens noch. Sehr schön. Ja, ich glaube aber, das zuschicken lassen hat Geld gekostet. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie das damals war. Wenn ihr vielleicht da Bescheid weißt, einfach ab in die Kommentare damit. Ja, auf jeden Fall ja, möchte ich mir so ab und zu mal, wenn ich bei Gelegenheit drüber stolper, mal so ein Club Nintendo Magazin noch holen. An das kann ich mich sogar wirklich selber erinnern. Ja, das ist Ausgabe Juni 92, vierter Jahrgang. Hat 88 logischerweise dann gestartet. Ja, und da stand natürlich das Super Nintendo an. Und das war so der erste große Blick, was für Spiele wird es geben und so weiter. Also, genug der Vorräte, blättern wir mal rein. So, hier immer wie immer die schönen Zeichnungen, fand ich. Die waren immer sehr schön. Kleines Vorwort von Mario höchstpersönlich natürlich. Nein, nein, das hat kein Redakteur oder sowas geschrieben. Das war Mario persönlich. Hier haben wir Seitenangabe. Ist eigentlich gar nicht so dick, das Heft. Ich habe die irgendwie wesentlich dicker in Erinnerung. Und hier ganz am Anfang natürlich die Leserbriefe. Bei den meisten Magazinen ist das ja immer zum Schluss. Aber hier sieht man die schönen Zeitzeugnisse. Ne? Da hätte man auch wirklich selber sein können. Die super Urkunde für die super Zeitschrift und eine super Hotline. Obwohl ich sagen muss, bei der Hotline habe ich persönlich nie angerufen. Das war immer zu teuer, das durfte ich nicht. Aber das ist so ein typisches Wohnzimmer oder Kinderzimmer mit diesem schönen Kacheltisch, sehe ich hier gerade. Herrlich, würde ich einfach mal sagen. So. Und dann fangen wir hier schon an. Boah. So wird das neue System aussehen. Das Super Nintendo. Kennt man natürlich gar nicht. Der Controller, das war natürlich ein Highlight, dass das mit 6 Tasten herauskam. Wenn wir denken, dass der Game Boy vorher ja, 2 Tasten hatte, Super Nintendo auch nur 2 Tasten, war das schon ein großer, großer Fortschritt. Mir gefällt auch einfach die Form des Super Nintendos. Also im Vergleich zum NES, das so ein bisschen blockiger wirkt, das wirkt schön modern und ha, ich weiß nicht, ich mag den Stil einfach tierisch. Ja, hier haben wir so ein bisschen 16-Bit-CPU. Das weiß ich noch, dass das als Kind quasi immer die Maßgabe war. Was für ein Bit-System war das? Denn da hat man noch gar nicht auf sowas wie Prozessorleistung und sowas irgendwie geachtet. Da war ganz klar, NES war ein 8-Bit-System, das ist jetzt ein 16-Bit-System, also muss das ja logischerweise doppelt so doll sein. Und das Nintendo 64 dann natürlich 4-mal so doll und so weiter und so weiter. Ne? Ja, in der heutigen Zeit ist das natürlich, ja, ich weiß noch, da hat es bei mir etwas gebröckelt, als mein Bruder denn seinen Computer hatte und die Spiele sahen ja gar nicht so gut drauf wie auf den Super Nintendo, so früh DOS-Spiele und sowas hatte der. Und ein Kumpel meinte, ja, ja, das ist ein 32-Bit-System. Also Moment mal, das ist doppelt so schnell wie der Super Nintendo oder doppelt so viel Bits, das muss doch besser sein. Naja, aber so viel dazu. Ja, hier sehen wir noch ein paar super Sachen. Ja, super Sachen. Das Super Nintendo hat Sprites, riesen Sprites. Das sieht man hier auch zum Beispiel, haben sie gut natürlich jetzt alles an Super Mario World gezeigt. Diese riesigen Sprites, das war auf den NES nicht möglich. Da weiß man ja auch, wenn es immer so viele kleine Sprites gab, zum Beispiel Nintendo World Cup ist ein großes Beispiel dafür, dann gab es dieses Sprite-Flackern.
ne? Weil das System damit gar nicht so klar kam. Das hat das Super Nintendo, ich glaube, nirgendwo. Ne? Ich glaube, so Sprite-Flackern wirklich gibt es nicht. Es gibt natürlich diese typischen Slowdowns, wie zum Beispiel bei Super R-Type oder ähnliches. Aber Sprite-Flackern gibt es, wenn, glaube ich, nur in Ausnahmefällen. Aber nagelt mich nicht drauf fix. Genau, Super Scrolling. Ich schätze mal, da haben die den Mode 7-Effekt mitgemeint, dass man hier bei F-Zero diese Rennstrecken auch entsprechend darstellen kann. Der Mode 7-Effekt, der ist natürlich super beim Super Nintendo gewesen, hat solche Spiele wie F-Zero, Mario Kart, aber es wurde eigentlich überall verwendet. Sogar Secret of Mana, wenn man auf dieser Weltkarte mit dem Drachen herumgeflogen ist, hat das ja alles das gepackt. Super Grafik, na gut, das ist klar, dass es da einen grafischen Sprung gab. Mehr Farben konnten genutzt werden und so weiter. Mosaikeffekte, gut, die wurden, glaube ich, gar nicht so oft behandelt, aber das waren, denke ich mal, diese Übergangseffekte, wenn man bei Super Mario World dann in das Level wirklich hineingegangen ist und so weiter. Ja, und das große Super Mario Land. Diese Zeichnung finde ich einfach herrlich, so vom Stil her. Das hat so einen ganz eigenen Stil, bringt mich gleich in eine nostalgische Stimmung rein. Genau, Super Mario World ist natürlich wie erwartet. Also da hypen sie nicht umsonst. Sie haben ja das ein oder andere Spiel, das Club Nintendo ja mal gehypt, was nicht so geil war. Zeigen sie hier natürlich hier, was es alles Tolles Neues gibt, was für Tastenkombinationen man drücken muss, weil der Controller, der war ja komplett neu. Da muss man natürlich jetzt erstmal zeigen, hier, das und das geht alles damit. Das Cape war da natürlich ganz neu. Wobei das Cape, ich war nie großer Fan davon. Also ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Mario-Spielen, ehrlich gesagt. Das sind alles super Spiele, aber nicht so hundertprozentig meins. Ja, Ballon Mario, da teasern sie natürlich groß an. Gibt es natürlich auch nur in seltenen Fällen irgendwie. Yoshi, der war natürlich sehr, sehr neu. Und hier mit der Feuerattacke, ich glaube, die habe ich persönlich so gut wie nie benutzt. Aber wie gesagt, ich bin natürlich jetzt auch kein Vollprofi. Drehsprung, alles dabei, aber nicht nur ein tolles neues Mario, sondern F-Zero. Ne? Da wurde denn der Mode 7-Effekt natürlich voll aufgezeigt. Ja, schönes Spiel natürlich. Für die meisten hiervon habe ich schon einen Test gemacht, außer Super Soccer. Da habe ich noch nicht so reingespielt. Das ist natürlich halt ein Fußballspiel. Es muss natürlich die obligatorischen Sportspiele zum Beginn geben. Also zumindest damals war es eigentlich Pflicht, dass man auch ein Sportspiel dabei hatte. Sowas wie Tennis oder Fußball musste dabei sein. F-Zero, super Spiel, wobei ich das erst nach dem ganzen, also erst in neuerer Zeit irgendwie gespielt habe. Damals ist das, also ich wusste, dass es da Spiele gibt, aber ich habe es irgendwie nie gespielt. Das hat irgendwie keinen Kumpel. Ich wusste, dass es gut ist, aber ich kam irgendwie nie dazu, das zu spielen. Keine Ahnung wieso. Aber naja, Zelda, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Also ich weiß noch, wie ich das Magazin gelesen habe und jedes einzelne Bild ganz genau unter die Lupe genommen habe und das einfach verschlungen habe, wie herrlich das ist. Ne? Super R-Type, wie gesagt, leider etwas Slowdown-Effekte, sonst spannend, beziehungsweise ein gutes Spiel. Ja, schöne Comics waren hier immer noch dabei, da musste natürlich hier der Yoshi eingeführt werden, sage ich mal. Ne? Das war damals schon eine Sensation. Ja, das war aber schon das Super Nintendo. Na gut, sie wollten natürlich jetzt so nicht ganz ins Detail gehen. Das waren so die ersten Teaser-Bilder. Ich komme natürlich jetzt zu den üblichen Systemen wieder. Und zwar hier für das NES Star Tropics. Da muss ich sagen, das Spiel habe ich noch nie gespielt. Aber irgendwie ist das sehr präsent. Also es muss gut sein. Ich habe auch schon mal Videos dazu gesehen. Das scheint oder ist wohl so eine Art Zelda Klon, sage ich mal. Nur, dass es da halt natürlich auch verschiedene Sachen gibt. Ich werde mir das irgendwann auch mal holen, auf jeden Fall. Ich war immer so ein bisschen neugierig danach. Nur, das ist halt so eines dieser Spiele, glaube ich, wo man etwas mehr Zeit etwas hineinversetzen muss. Und hier sieht man natürlich, haben sie auch immer sehr schön gemacht, dass man so Bildschirm für Bildschirm so eine Art Komplettlösung hatte. Und ja, so eine Art Spieleberater, was damals bei dem Super Nintendo diese Spieleberater war, bei Secret of Mana und sowas, was alles dabei war, das war das halt hier. Also ich weiß auch, dass man immer von diesen Plattformen rumhüpfen muss, aber ist natürlich, ja,
Vielleicht hat es ein oder andere von euch gespielt. Ich denke mal, es ist ein relativ bekanntes Spiel. Zumindest in meiner eingeschränkten Wahrnehmung ist es relativ bekannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es gut ist oder nicht. Ob es sich lohnt, da mal ein bisschen mehr Zeit rein zu versetzen. Ist auf jeden Fall natürlich ein sehr spätes NES-Spiel geworden. Das Poster ist noch drin. Da überlege ich mir ehrlich gesagt, muss mal gucken, ob ich das mit dem Kameraausschnitt hinbekomme. Ob ich das irgendwie rausmache und irgendwo hinhänge. Ist natürlich ein super Spiel. Metroid 2 für den Game Boy. Herrliches Spiel, habe ich auch schon einen Test dazu gemacht. Das Poster sieht eigentlich noch in sehr gutem Zustand aus. Muss ich mal gucken, ob ich einen entsprechenden Rahmen irgendwo finde und irgendwo einen entsprechenden Platz. Sehr, sehr schönes Ding auf jeden Fall. Zelda 2. Da frage ich mich jetzt natürlich, warum haben sie das hier als Komplettlösung drin? Weil ich meine, das ist doch da schon etwas alt gewesen, oder irre ich mich? Ich bin mir unsicher, aber natürlich hier die Komplettlösung zu Zelda 2 ist natürlich sehr interessant. Ich habe das Erscheinungsjahr gar nicht im Kopf, ob das da noch relativ aktuell war. Oder warum sie das gemacht haben? Mega Man 3, absoluter Klassiker, Spitzenspiel. Wobei die Mega Man Spiele, ich bin ja nicht so frustresistent, was so Action-Plattformer angeht. Ne? Aber ist natürlich einer, die ganzen Mega Man Titel, ich glaube der erste, der fängt relativ, nicht schwach, also im Vergleich, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, der dritte Teil ist dann auch da, wo die Serie dann voll Fahrt nimmt. Tipps von den Lesern. Ja, Super Mario Bros. 2. Das war auch schon etwas älter, ne? Da gab es auch schon den dritten Teil. Kid Icarus, Marus Mission. Das sagt mir so gar nicht das Spiel jetzt, ehrlich gesagt. Es gibt einen Trick ins Spiel. Wenn ihr das Spiel beginnt, müsst ihr weiterlaufen, bis ihr zu dem Baumstumpf gelangt. Stellt euch neben dem Baum und schießt einfach dagegen. Ihr werdet dabei reich belohnt, denn viele Tropfen unter den hervorkommen. Okay. Sieht interessant aus, das Spiel. Merke ich mir. Hier natürlich hier von meinem Vorgänger. Herrlich. Das beste Passwort ist blau A1 B2. Führt in die Weidi-Welten. Herrlich. Da wurde noch mit voller Engagement das alles bearbeitet. Genau, da haben wir das Poster ja von Metroid 2. Ich schätze mal, das wird einfach neu gewesen sein, ne? Dass sie das vorgestellt haben, haben sie natürlich hier im Vergleich, wie Samus denn anders aussieht und so weiter. Der Stil von dem Gameboy-Titel, der gefällt mir persönlich etwas besser, ehrlich gesagt. Auch das NES-Spiel habe ich zwar nicht gespielt, aber man kennt natürlich die Bilder. Ich scheue mich so ein bisschen, eigentlich gehört es natürlich in die Sammlung, aber NES ist halt nicht mein, da liegt nicht mein Fokus drauf. Und das Modul ist natürlich arschteuer. Ich glaube 60, 70 Euro muss man mittlerweile locker hinblättern. Deswegen, wenn ich mal die Auswahl habe, ein NES-Spiel, wo nicht mein Fokus drauf liegt oder irgendwie ein Dutzend Gameboy-Spiele, so nach dem Motto, dann fehlt die Wahl immer sehr, sehr einfach. Und da weiß ich noch, wie eklig ich dieses Gegnerdesign fand. Natürlich bei den Sprites im Spiel sieht man nichts davon, aber dass das Herz quasi so sichtbar ist und so weiter, ne? Das hat schon alles so einen leicht schleimigen, ekligen Eindruck, auch mit den Zähnen und so weiter. Auch hier zeigen sie natürlich so die ersten Abschnitte, was man machen muss, wo ist eine Abkürzung und so weiter. Das war aber auch wirklich wertvolle Information damals, ne? Weil damals konnte man einfach nicht ins Internet gehen und mal kurz was nachschlagen. Das ging einfach nicht, ne? Und deswegen war das immer so eine feine Sache hier, diese Karten gemacht haben. Die wurden auch mit sehr, sehr viel Aufwand gemacht, weil die mussten das ja auch selber quasi Bildschirm für Bildschirm ja Screen capturen. Also wie genau sie das jetzt hier aufgenommen haben, weiß ich nicht. Vielleicht sogar mit einem Foto, ich weiß es nicht. Man hört ja viel von alten Spielemagazinen und so weiter, wie die Screenshots gemacht haben. Da gab es ja noch keine Tools. In den 80er Jahren haben die es wirklich mit einem Fotoapparat gemacht und dann x verschiedene Anläufe gebraucht, weil von diesen Monitoren abzufotografieren ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Jeder, mit der mal so also alte Reportagen oder sowas sieht, wo im Hintergrund so Röhrenbildschirme sind, der merkt ja, wie die halt immer dieses Flackern haben. Ne? Aber hier wird echt sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen. Sehr schön. Das hat mich ehrlich gesagt persönlich überrascht, warum das hier in das Magazin geschafft hat. Weil da habe ich auch hier einen Test dazu gemacht. Das ist ein ganz kurioser Titel, Magnetic Soccer. Und zwar ist das direkt von Nintendo erschienen. Und es ist Kicker, also Tischfußball.
Es ist, glaube ich, auch nur in Europa erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil, ne? Also hier sieht man auch, man muss da nicht hier D-Mark quasi reinkloppen und so weiter. Aber so geil ist es nicht. Also ich kann mir wirklich nur vorstellen, wäre das Spiel von einem Drittanbieter erschienen, wäre das niemals im Club Nintendo Magazin erschienen. Also da denke ich mal zumindest. Also es ist ein solider Titel, aber es ist halt Tischfußball. Also es gibt jetzt auch keine Weltmeisterschaft da drin oder irgendwie sowas. Man kann hier so, es gibt sogar, hier genau, der Watch, der Zuschauen-Modus, dass man den Computer beim Spielen zugucken kann. Oh, wie spannend. Also, ne? Tischfußball. Und das halten sie hier. Aber naja, gut, das, wie gesagt, das wird wahrscheinlich sein, weil das von Nintendo selbst kam. Was sie, oh, ist das hier sogar auf 4 Seiten. Sogar mit Taktiken und so weiter. Also, gutes Spiel, ja, also es macht nichts falsch, aber wie gesagt, Tischfußball für Gameboy. Da hat, glaube ich, keiner nachverlangt. Was ich hier sehr interessant fand, die Top 5 von Lesern und Profis, ich schätze mal, die Profis werden die Redakteure sein, aber das sind wirklich immer noch so Titel, die heute immer noch so als zeitlos gelten. Ne? Super Mario Land, Gargoyles Quest, DuckTales, F1 Race, Tetris. Würde ich so unterschreiben. Super Mario Land 2 gab es zu der Zeit natürlich nicht. Hier ähnlich Super Mario Land, Dr. Mario, Tetris, Gargoyles Quest und Mega Man. Ach, das ist Mega Man Dr. Wilys Rache. Da haben sie einen Untertitel gar nicht hingeschrieben. Das ist ja der Titel, der extra für das Game Boy entwickelt wurde. Auch mein persönlicher erster Mega Man Titel überhaupt. Aber das könnte man so unterschreiben. Super Titel alles. Also gut, bis auf das Mega Man, das ist jetzt im Vergleich. Es ist immer noch gut, aber es gibt bessere. Aber zu dem Zeitpunkt kann man 1:1 unterschreiben, würde ich sagen. Ja, das NES Super Mario Bros. 3 sollte nicht verwundern. Super Mario 2 sollte auch nicht verwundern. Was mich hier wundert, ist, dass Adventures, also Zelda 2 vor Zelda 1 ist. Ne? Da sieht man mal, dass das damals gar nicht so schlecht ankam. Weil heutzutage wird das ja eher so ein bisschen belächelt. Okay, dieses Seitwärtsperspektive Zelda, weil die Serie natürlich spätestens ab dem Super Nintendo halt in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Aber naja, Super Mario Bros. 1, auch super. Also im Prinzip klar, wobei, also da können sie noch andere Titel reintun. Ja, ähnlich bei den Profis natürlich. Wobei die sehen es ein bisschen richtiger, dass Zelda 1 besser ist. Mega Man 3 natürlich, Little Nemo. Ja, ist ein gutes Spiel, aber ob es unbedingt ein Top 5, also zu der Zeit gab es ja eigentlich noch viel, viel bessere Spiele. Super Mario Land Bros. 2 natürlich auch. Hier nochmal zum Release vom Super Nintendo. Ich schätze mal, erste Pressestimmen und so weiter. Tipps von den Profis. Oh, Princess of Blobet, ja, ja. Da beim Spiel habe ich so eine Hassliebe. Es ist eigentlich nicht wirklich gut, ne? Der aber jetzt anscheinend in der Nintendo Hotline. Genau, hier haben wir im Prinzip die Spiele, die wir die ganze Zeit angesprochen haben. Nemesis, auch ein schönes Shoot'em'up. Und das war es dann auch schon fast, ne? Hier hat man natürlich noch ein bisschen Rätsel. Hier die Highscores, die könnte man ja abfotografieren, glaube ich, und einschicken. Und ja, ich blätter es jetzt nicht um, weil da noch der Adressaufkleber drauf ist und ich will den damaligen Empfänger jetzt nicht bloßstellen, auch wenn die Adresse wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Aber das war das Club Nintendo Magazin von Juni 92. Herrliches Magazin, ist pure Nostalgie da drin rumzublättern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde zusehen, dass ich auch weitere Ausgaben mal zusammentrage und dann blättern wir ab und zu mal, denke ich mal, gemeinsam zusammen. Es macht einfach Spaß, in dieser Nostalgie zu schwelgen. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.